Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. So. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wir werden uns jetzt erstmal einen Feuerkech organisieren. Und zwar weiß ich das noch, dass da in dieser Mine liegt. Natürlich werden wir hier aus der Isarmine alles mitnehmen, was geht. Ja. Also, wenn hier irgendwo eisenmäßig was unterwegs ist, oder hier, wie zum Beispiel die Goldader. Der Brocken will nicht abgehen. Nichts zu holen. Also wenn wir sowas haben, sowas hier wie hier und da drüben, werde ich es natürlich machen. Gleich mitnehmen, abbauen. Weil, ja, bringt Geld. Gold. Auch wenn es nicht viel ist. Eine schöne Erzmine wäre halt cool. Schon genug Probleme hätte. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ja, ich, wie gesagt, also ich versuche hier das rauszuholen, was geht aus den Minen. Aus dem einfachen Grund. Es bringt mir Gold. Und vielleicht die Paladin-Rüstung. Natürlich müssen wir noch bei den Rebellen da auf Zuspruch auf jeden Fall kommen. Gebt mich euch vollkommen recht. Ja, also wir brauchen ja mindestens 60 Zustimmung. Ja, das wäre so ein Moment, wo man Fackeln bräuchte. Fackeln, 57, hier. Da oben waren wir schon. Hier oben waren wir auch schon. Außerdem hilft das mir bei der Mission hier von 30 Goldbrocken. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Hör bloß auf. Da ist nichts mehr zu holen. Das selbst. Einige Dinge werden sich niemals.
schon groß passieren. Geh jetzt besser. Besser, du gehst weiter. Erstmal Pause, Ärger. Dann werden sie dich dazu zwingen. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Du siehst kräftig aus. Wie wär's mit einem kleinen Kämpfchen in meiner Arena? Richtig, aber trotzdem geht das nicht. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Besser, du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger. Ich würde das gar nicht beachten. Interesse an seltenen Artefakten, Fremder? Mein Name ist Hamil. Ich kann dir die besten und günstigsten Artefakte anbieten. Du bist Händler im Sklavenviertel? Jeder tut, was er kann. Mein Los ist es, in diesem Sklavenloch festzustecken. Aber meine Ware ist trotzdem von allerbester Qualität. Zeig mir deinen Krempel. Brot auf jeden Fall. Die Facke nehmen wir auch mit. Die Triche nehmen wir mit. Das Wasser nehmen wir mit. Steintafeln. Fleisch brauchen wir nicht unbedingt, okay. Dann kriegst du ein paar Knüppel. Boah, dann kriegst du die Rubinklinge. Ansonsten, ja. Boah. Kannst du das Lurkerfell noch haben? Das kannst du noch haben. Ja. Ja. Davon einer. 28 Gold. Das kannst du haben. Das behalten wir nochmal. Ja. Okay. Ich danke für deinen Handel. Hier muss aber irgendwo ein Sklave sein. Bring mich zur Wolfsmine. Sagt wer? Möglich ist alles. Beweg deinen Arsch, sonst mache ich dir Beine. Ja, natürlich. Sofort, Herr. Folgt mir, ich zeige euch die Wolfsmine. Ja, aber wir können dann wusste doch, dass irgendwo einer mit dazwischen ist hier. Kann dir doch egal sein. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Komm, mach Platz.
Ist mir jetzt erst gerade mal so aufgefallen, dass ich überhaupt kein Schwert mehr habe. Ach ja. So. Wo willst du hin, Mora? Wer bist du? Ich bin Nemrok. Ich kümmere mich um die Belange der Schamanen. Begegne ihnen mit Ehrfurcht, sonst wirst du meine Klinge spüren. Ich hoffe, wir verstehen uns. Was für ein Tempel ist das hier? In die... Und... Ich will mich in den Dienst der Schamanen... In den... Aber... Dann wird... Die Sch... Was sind die Belange? Ihr schürft... Die... Erzähl... Ja. Naja... Wir... Nein! Wir wissen nicht. Ich will... Was hätte ich... Du willst... Und... Ja. Gut. Dann... Was brauch... Ja. Was soll ich... Wie... Wohin... Geh doch... Ein... Geh doch... Wofür... Geh... Gibt es... Mm.
So, wir haben das jetzt mal alles ein bisschen abgekürzt. Also so mache ich das, wenn ich da irgendwas nochmal neu machen muss, wenn das Spiel abstürzt. Genau, Spiel abstürzt. So eine Plackerei. Ja, diesmal sind sie alle belegt hier. Ja, wer kennt diesen Feuerkelch denn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ja. Da ist nichts mehr zu holen. Ja, aber davon mal abgesehen, hier, wir buddeln hier uns durch. Machen wir Platz hier. Okay, ich bin gerade festgebackt. Ey, bist du mal fertig mit Rauchen?
Ist das jetzt sein Ernst? Du solltest jetzt gehen. Bring mich zur Wolfsmine. Sagt wer? Beweg deinen Arsch, sonst mache ich dir Beine. Ja, natürlich. Sofort, Herr. Folgt mir, ich zeige euch die Wolfsmine. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Ja, wir arbeiten jetzt daran, die Wolfsmine wieder in Betrieb zu nehmen. Take two. Ich werde niemand vermitteln. Oh. Ah. Da. Ich werde niemand vermissen. Mann! Alter.
So, das ist jetzt wieder so ein Ding. Das schaffe ich in dieser Folge noch. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir trinken erstmal einen Trank. Plündern die Mine. Das hätte ich dir vorher sagen können. Möglich ist alles. Glaubst du wirklich? Ich hab gedacht, das Schwert ist jetzt schon wieder weg. Und heute wäre ich ausgerastet. Wie sieht's denn aktuell aus? 28? Komm, einer muss doch nochmal weggehen hier. Bring mich zur Wolfsmine. Sagt wer? Beweg dein... Ja, natürlich. Ich denk darüber nach. Ah, mir fehlen dir langsam die Worte.
Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Armselige Kreatur. Um dich ist es nicht schade. Es ist nicht schade. Nicht jetzt. So, hier ist die Wolfsmine. Dann nimm dir gleich eine Spitzhacke und fang an. Diese Mine muss wieder was abwerfen. Soll ich die Mine etwa ganz allein schmeißen? Wart's ab. Ich besorg dir noch ein paar andere eifrige Kollegen. So. Wahnsinn. Wir haben's für diese Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.